Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von LEGO 2K Drive. In der letzten Folge haben wir das letzte Rennen vom der Prospektotal gemacht und wollten eigentlich hier ein Rennen starten. Allerdings war hier wieder der Wissenschaftler am Start und hat hier eine Armee an Clowns auf die Stadt losgelassen. Und die haben wir in der letzten Folge besiegt und jetzt sammeln wir weiter. Du fährst also gegen den verrückten Wissenschaftler? Ich fürchte, das könnte schwierig werden. Weißt du, mein neuestes Geheimprojekt scheint massive Mengen von Noling-Partikeln freizusetzen. Der gute Herr Doktor meint, seine Fahrzeuge fahren unter diesen Umständen nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Das letzte Mal, als ich Noling-Partikel sah, war das bei der Arbeit an meinen Robotern. Oh je. Echt jetzt? Echt jetzt? Kommt jetzt echt vor jedem Rennen, was ich machen will, ein Ding. Komm, echt jetzt? Game. Ich glaube, die wollen jetzt echt die Spielzeit noch ein bisschen hoch rauszögern. Die Roboter. Mal wieder. Aber was soll man halt machen? Weißt du, ich lese dein Tagebuch. Ich weiß, was du tun wirst, bevor du es tust. Du Ungeheuer! Du bist dir für nichts zu schade, oder? Du Ungeheuer, du bist dir für nichts zu schade, oder? Mach mich nicht nach! Mach mich nicht nach! Ich bin ein Teil von allem. Da oben kommen Roboter! So, hier, da hinten. So. Alter, hier. Das Problem ist halt jetzt, ich kann jetzt keine Items einsammeln, weil ich das extra habe. Irgendwo hier, hier sind die ganzen Roboter. Setz ein Power-Up gegen die fliegenden Untertassen ein. Kann ich nicht, weil ich ein extra drin habe, was mir das verbietet. So, hier. Okay, wo ist denn die fliegende Untertasse? Da hinten. Willst du denn nicht, dass ich Erfolg habe? Willst du denn nicht eines Tages kein Radio oder Verkehrshütchen sein? Natürlich. Also verrate mir am besten, wie ich das Projekt fertigstellen muss, damit ich nicht in etwas Seltsames verwandelt werde. Das Problem ist die Fertigstellung des Projekts. Also stell es einfach nicht fertig. Zweck erfüllt. Okay. Oh je. So. Da ist schon wieder ein Roboter. Ein Raumschiff hier. Zerstöre die Roboter über dir mit einem Power-Arm. Oder? Indem ich einfach reinspringen, Kumpel. Also ich glaube, ich schaffe das hier nicht, ohne Extras. Ich glaube, ich krieg nicht genug Punkte dafür. Ah doch, ich krieg, wenn die Tür mich steht, krieg ich auch noch Zusatzpunkte. So. Los. Zum Geier. Ich bin ein Teil von allem. So. Hier, dann noch die zwei hier wahrscheinlich. Ja. Der noch. Und jetzt die letzte Welle. Das Beste an der Zukunft ist, du bist nicht da. Alles, was du bist, bist du nur meinetwegen. Vergiss das nicht. Ich bitte dich. Du hättest mein Leben damit vergeudet, Geschwindigkeitsrekorde brechen zu wollen. Vielleicht will ich nur einen normalen Job. Ich bin gerade echt verwirrt, kleiner Freund. Ich weiß gar nicht mehr, auf wessen Seite wir stehen sollten. Ich auch nicht. Ist mir egal, wir müssen jetzt einfach nur die Roboter down machen. Gut. Diese schwebenden Roboter sehen unfreundlich aus. Mari, ich mach sie weg. So. Das war Zertrümmern der Extraklasse. So. Aufregend. Hier. Zehn in Folge. Ich bin ein Teil von allem.
Wo ist denn der fliegende Untertasse? Wo ist denn der ganze Kack? So. Ach, hier. Perfekt. Wir dürfen C nicht zerstören. So, hier. Du noch. Dann da noch ein paar. Du bist der Letzte. Nein, bist du nicht. Einer ist noch da. Wo denn? Einer ist noch da. Was? Okay, perfekt. Du wirst scheitern. Egal. Die Zeit ist auf meiner Seite. Fertig jetzt. Danke, ich möchte das Rennen machen. Okay. Perfekto. Einfach weitermachen. Und jetzt machen wir aber das Rennen, bitte. Und ich glaube, ich habe es verstanden. Für jedes Rennen gibt es eine so eine Herausforderung davor. Das heißt, wir können, glaube ich, jetzt dieses Rennen machen. So. So. Dann fahren wir einfach das Rennen. Fertig. Und hoffen, dass wir das andere Rennen auch noch fahren können. Weil so langsam nervt's. Weil ich wieder Rennen fahren und keine Roboter besiegen. Eigentlich. Aber egal. Quizfrage, Parker. Was ist dein liebstes Power-Up? Teleportation, Vicky. Wer würde nicht gern als Schlusslicht nach ganz vorne springen? Und weißt du, Wissenschaftler testen dieses Power-Up auch in Vergnügungsparks, bei der Flughafen-Security und in Toiletten. Und was ist deines? Ich mag Minen, Parker. Man kann sie vor sich oder hinter sich platzieren. Aber man kann auch durch seine eigenen Minen Schaden nehmen. Also passt gut auf, Rennfahrer. Verzieht keine Miene, wenn ihr auf eure eigene Mine fahrt. Okay, perfekt. Alter, wie hoch ist denn der? Da fährt gerade jemand echt eine Mülltonne, sehe ich das richtig? Tatsache. So. Bro, what the fuck geht hier gerade ab? What the fuck? Holy shit. So. Es ist 5 Runden, das Ding. Okay, weil es so kurz ist. Okay, verstanden. Verstanden. So. Ich glaube, da hätte ich eine Abkürzung gehabt. What the fuck? War das gerade? So. Stell dir nur die Möglichkeiten vor. Okay, what the fuck? What the fuck war ich hier gerade für eine Strecke? What the fuck war ich gerade für eine Strecke? Okay, wir sind wieder hier. Okay. Verstanden, wir sind gleich wieder da. Alarmstufe rot. Ja. Ist mir jetzt auch wurscht gerade. So.
ich erfunden. Ach, wir haben noch eine Runde. Ach, wir haben noch eine. Ja gut, wir hätten sowieso nicht gewonnen jetzt. So ist nicht. Ich war noch nie verrückter. So. Du bist vorbeigezogen. So. Ich will Ergebnisse. Ja, perfekt. Perfekt, es hat gut funktioniert gerade. Es hat sehr gut funktioniert. So, noch 3 Rennen. Okay, perfekt. Dann dürfen wir jetzt wieder ein Level aufsteigen, glaube ich. Auf Stufe 24 oder 23. Weiß ich gerade nicht. Welches davon? Auf 24 steigen wir auf. Okay. Völlig verblüffend. Ich schätze, du hast diese Zielflagge verdient. Schließlich ist sie eine Voraussetzung für die Schreckheim Grand Break Arena. Hm. Ist es dir recht, wenn ich dein Gehirn untersuche? Oder brauchst du es noch? Immerhin hat er vorher gefragt. Los, verschwind. Wir hier. Bei dem Typen stellen sich mir die Nackenhaare auf. Du hast noch eine Zielflagge erhalten. Nur noch ein paar mehr und du kannst in der Schreckheim Grand Brick Arena antreten. Ja, habe ich gecheckt. Und vielleicht schaffen wir es nächste Folge. Nächste Folge die restlichen Rennen zu gewinnen. Jetzt halt. Den Grand Prix schaffen wir nächste Folge wahrscheinlich nicht. Wirst du mit oder ohne deinen Kopf antreten? Mit natürlich. Wenn du nur weil du deinen Kopf abtrennen kannst, weil du ein Kürbis bist, heißt es nicht, dass ich das nicht kann. Abtrennen kann. Otto und Manuel. Ach so, Körper und Kopf sind verschiedene. Sagt mir das doch jemand. Ich war nicht sicher, dass dieses Rennen stattfinden kann. Diese Clowns waren nicht witzig. Die waren furchtbar. Wenn uns noch jemand Angst machen will, muss ein großer Fußstapfen treten. Zum Glück ist jetzt Schluss mit der Clownerei und dem albernen Quatsch. Wo wir gerade bei Wortspielen sind, Otto und Manuel bitten alle, bitte keine Kopflosscherze mehr zu machen. Von Kopfscherzen bekommen sie Kopfschmerzen. Schlagt es euch also besser gleich aus dem Kopf. Tut uns leid, ihr beiden. Uns sind die Clowns wohl zu Kopf gestiegen. Okay, der Humor von diesem Game ist schon lustig. Aber jetzt geht's eher ums Rennen gerade. So. So. Okay. Okay, what the fuck? Ist das eher so ein kurzes Rennen? Nee, das scheint ein größeres Rennen zu sein. Konzentration, Kid! Warte nur! So. So. Ja. What the fuck war das? Du musst schneller fahren, nicht langsamer. Habe ich schon gecheckt. 10111. Ich habe gelacht. Gut. Ja, weil ich nicht wusste, weil ich zu spät gesehen habe, dass ich da noch lang fahren muss. Ich dachte, ich kann da abkürzen, kann ich aber nicht. So. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Bin echt drüber gesprungen, perfekt. Hä? Wo ist denn der überhaupt gerade? Ist der erste Platz? Der ist da vorne. So. So. Finalrunde. Finale. Perfekt.
So. Sonderlieferung 2 für 1. Ja. Perfekt. So. Wir sind eine tolle Kombo. Was? Warum wurde ich gerade getroffen? So, perfekto. Jetzt konnte ich nicht auf den Boost warten, weil die waren mir ziemlich nah hinterher. Deswegen. Habe ich gerade so Gas gegeben. Okay, perfekt. Steigen wir jetzt wieder ein Level auf? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, 25 ist das höchste Charakter-Level, was man erreichen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann sein, dass aber auch 30 war. Wir steigen nicht auf. Wie hast du es geschafft, uns auf unserer eigenen Strecke zu schlagen? Das bereitet mir etwas Sorge. Wenigstens wissen wir, dass du nicht geschummelt hast. Das macht nur Shadow Z. Der lügt dir direkt ins Gesicht. Ha, falls man eines hat. Es bereitet ihm Kopfzerbrechen. Stimmt, das Wortspiel hat er verpasst. Ich packe die neue Zielflagge zu den anderen, die ich übrigens alphabetisch sortiert habe. Sie kommt unter Z wie Ziel. Mach so weiter und ehe du dich versiehst, treten wir in der Schreckheim Grand Brick Arena an. Okay. Ich bin eigentlich sozusagen, ich beende die Folge hier.